Unter den Kamelien gibt es auch winterharte Pflanzen und darum dreht sich alles in diesem Video und hört mal ganz genau hin, was man zu beachten hat und was man tun und lassen sollte, damit man einen reichen und üppigen Blütenflor hat. Ihr habt euch entschieden, eine Kamelie in eurem Garten zu pflanzen, dann solltet ihr den Standort gut bedacht wählen, weil man eine Kamelie nicht überall hinpflanzen kann. Der beste Platz ist eine Hausmauer, wo die Pflanze etwas geschützt ist, wie ihr das hier seht. Der Platz sollte absonnig sein und etwas windgeschützt. Die Kamelie liebt saure Böden, also optimal, wenn ihr diese Pflanze neben Rhododendron pflanzt, weil der Rhododendron und die Kamelie haben dieselben Anforderungen an Licht, Wasser und an die Erde. Bei der Erde gilt Folgendes. Die Pflanze liebt sauren Boden, also sollte man entweder Moorbeeterde nehmen, Rhododendronerde, oder man reichert die Erde mit Kaffeesatz an, was die Erde auch sauer macht. Und dann müsste schon mal der Start gut gegeben sein, damit die Pflanze anwachsen kann. Wenn ihr schon mal diese Kriterien erfüllt, dann wird eure Kamelie sicherlich ganz viele Blüten zeigen. Seht ihr hier geschlossene Blüten und schon halb offene, teilweise sind die Blüten schon offen und sieht einfach nur toll aus, die Pflanze. Nun kann es ja passieren, dass die Knospen braun werden und man denkt, ups, hier ist vielleicht Pilz dran oder sind Schädlinge am Werk. Nein, das ist einzig und alleine, dass die Pflanze zu trocken steht. Da sollte man gießen, im Winter sollte man beachten, dass man an frostfreien Tagen gießt und im Sommer sollte man die Pflanze mäßig feucht halten. Wenn man sich das Blattwerk anschaut, das ist dick und fett und saftig und das ist eigentlich ein Zeichen, dass die Pflanze nicht so immens viel Wasser benötigt. Außerdem ist es eine immergrüne Pflanze. Wenn ihr euch eine Jungpflanze gekauft habt, dann solltet ihr mindestens darauf achten, dass sie 3 Jahre alt ist und die ordentlich über den Winter zu kriegen, das bedarf etwas Pflege. Zum einen kann man eine Korkscheibe unten am Boden hinlegen, das wärmt die Wurzeln und zum zweiten deckt man halt die Pflanze im Winter über mit Reisig ab. Wenn eure Pflanze in die Jahre gekommen ist, braucht ihr das nicht mehr zu machen, denn dann ist die richtig resistent gegen die Kälte. Wem das alles zu heiß ist, eine Kamelie ins Gartenland einzupflanzen, der pflanzt seine Kamelie in den Kübel. Und da müsst ihr beachten, die Erde kann im Winter durchfrieren durch den Kübel, also muss man die in ein Winterquartier bringen, sprich zum Beispiel ein Gewächshaus, wo es um die 0 Grad ist. Das bekommt der Kamelie am besten. Und nur wenn die Kamelie diesen Kälteimpuls bekommen hat, wird die euch mit so einem riesen Blütenflor danken. Und die Kamelie, die blüht vom Februar bis zum Juni, also optimal, die ersten Blüten locken die Bienen an, Hummeln, Wespen, wie auch immer. Und es ist schön bunt im Garten. Man kann eine Kamelie zurückschneiden, das macht man aber eigentlich bei jüngeren Pflanzen, damit diese schön verzweigen. Ältere Pflanzen lässt man so, wie sie sind, weil die sehr langsam wachsen. Der richtige Zeitpunkt ist nach der Blüte und vorm Austrieb. Diese Pflanze ist eine Bereicherung und eine Freude jedes Gärtners, wenn die Pflanze blüht. Und man soll das Experiment wagen und sich so eine Pflanze im Garten zulegen.